Es ist mir fast ein bisschen unangenehm, euch einen ganz profanen Wetterbericht bis einschließlich kommenden Sonntag zu bieten und nicht extrem tief in die Materie einzusteigen. Aber wir schauen uns die Wettermodelle an. Grüße Sie und grüße euch. Und es hat jetzt die Dämmerung des Altweibersommers begonnen, beziehungsweise des Spätsommers. Noch ist es eine sommerliche Lage. Wir haben vom Atlantik über die britischen Inseln, das südliche Skandinavien und nördliches Europa bis nach Osteuropa rein eine riesige Hochdruckzone. Südlich davon sind einzelne Tiefs, auch der Ex-Medicane. Und im Norden sind ebenfalls Tiefs unterwegs. Die im Norden sind mit kühler Luft angereichert. Der große Rest ist unter Warmluft, besonders unter dem Hochdruck. Nur bei den Tiefs ist etwas kühlere Luft. Und diese Luftmassentemperatur, die wir hier haben, von bis zu 15 Grad in 1500 Meter Höhe, ist für diese Jahreszeit deutlich zu warm. Vergleichen wir das mit dem langjährigen Mittel, dann haben wir hier eben den Klecks mit den wärmsten Temperaturen. Im Nordosten ist es kalt und auch im Nordwesten und um die Tiefs herum. Das finde ich auch persönlich recht interessant. Und dieses System hat sich bisher gestützt und ihr seht diesen lila Klecks da hinten. Das ist so viel Kaltluft, die hat die Macht, diese Hochdruckzone zu durchbrechen. Und so sieht es in einer Woche aus. Die gemittelte Wetterlage zeigt über dem nördlichen Mitteleuropa ein Tief. Östlich davon wird Warmluft nach Norden geführt, westlich davon Kaltluft nach Süden. Und wir haben ja immer mal wieder über sogenannte Omega-Lagen gesprochen, die uns die stabile Wetterlage im Sommer bringen. Das ist eine umgedrehte Omega-Lage und bringt ebenfalls eine recht stabile Witterung. Das kann in die Wiederholung gehen, aber zumindest wird es mal länger als 2 bis 3 Tage anhalten. Die Temperaturen dazu in 1500 Meter Höhe, wir erinnern uns eben 15 Grad an diesem Wochenende, hier unter 5 Grad. Warmluft geht im Osten nach Norden und dann haben wir eben den Wärmeklecks hier im Baltikum und im östlichen Skandinavien. Und bei uns die kalte Luft. Dieser lila Klecks, der im Nordwesten war, liegt dann eben ein bisschen aufgewärmt, weil wir weiter südlich liegen, bei uns. Das Problem wird sein, durch dieses Tief, das sich dreht, werden wir Niederschlagssummen nicht berechnen können. Mal zeigen die bei dem einen Modell 0 Liter, beim nächsten wieder 100 Liter für den gleichen Zeitraum. Man kann es nicht sagen, weil nicht strukturiert Fronten durchziehen, sondern die entstehen innerhalb des Systems immer wieder selbst. Und das Ganze noch im Vergleich. Aktuelle Situation, Hochdruck, Wärme, in einer Woche Vollherbst, Tiefdruck, Kälte und viel Regen, vor allen Dingen im Westen. Aber jetzt mal alles der Reihe nach. Der heutige Sonntag bringt im westlichen Alpenraum im Laufe des Tages ein paar Schauer und Gewitter. Sonst viel Sonnenschein, vor allen Dingen im Norden nochmal Ostwind bei 18 bis 28 Grad. Der Montag ist im Prinzip eine Kopie. Es können die Gewitter ein bisschen weiter nach Norden vorankommen, bis in den Schwarzwald, an den Bodensee, ins Allgäu und ins Oberland. Temperaturen warm, 20 bis 28 Grad, fühlt sich wärmer an. Der Dienstag wird dann windig. Ablandig an der See, gleichzeitig kommt die Zone mit den Schauern und Gewittern weiter nach Norden voran, aber nicht so weit, wie es die Modelle noch vor ein paar Tagen berechnet haben. Das heißt, der Dienstag bleibt in weiten Teilen Deutschlands noch sonnig, auch im Osten Österreichs hier bei bis zu 30 Grad. Am Mittwoch, Achtung, falsche Überschrift, haben wir kräftigen Südwestwind und der bringt immer häufiger Schauer und Gewitter. Nordöstlich der Elbe bleibt es noch am längsten sonnig und am wärmsten mit bis zu 27 Grad. An der südsteirischen Weinstraße Neusiedler See, Wiener Becken 28 Grad, dort wo die Schauer und Gewitter aufkreuzen und an der Nordsee um die 17 Grad, wird sich aber dann schon kühler anfühlen. Und dann kommt eben das Problem des Rührens ab Donnerstag, dieses Tiefs. Tendenziell, jetzt müssen wir von Wahrscheinlichkeiten ausgehen, haben wir nordöstlich der Elbe den wenigsten Regen vorerst. Im Südwesten von den Benelux-Ländern über Rheinland-Pfalz, das Saarland, Baden-Württemberg in den Süden Bayerns und etwa ab Salzburg westwärts den meisten Regen, gilt übrigens auch für die Alpen-Südseite. Drumherum immer wieder Regen, mal in der Form von Landregen, mal in der Form von Schauern und Gewittern. Es wird fast an allen Tagen ziemlich windig werden. Die Temperaturen liegen am Donnerstag noch bei 13 bis 23 Grad. Im Osten ist es dabei am wärmsten und am Sonntag noch bei 5 bis 15 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt mindestens auf 1200 bis 800 Meter Höhe am Tage. Und damit ist das der zweite größere Einbruch des Herbstes in dieser Saison, diesmal in den sogenannten Vollherbst.